Weißt du, dass ich immer dasselbe mache, wenn ich beim Part dabei bin? Ich hab immer Hunger und beiß dann auf meine Eisdiele herum. Das war beim letzten Mal, als ich dabei war, auch voll spektakulär. Ja, aber ich will auch noch einen Schlüssel, ey, so eine Kacke. Die wird mir wohl kaum Schlüssel geben. Helfer, na gut, Helfer bringt mir so gesehen auch einfach nur eine verkackte Silbererz. Ja! Wuhu! Fuck yeah! Hast du ein Glück, verdammt. Boah. Und? Ich liebe ihn! Little Chubby! Wow! Er ist so toll! Ich mag ihn. Na dann. Er ist doch voll geil. Nom, 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 nom. Gegen? Pestilenz. Musste er. Oh mein Gott, das ist farbiger Pestilenz, der den Boden vollwichst. Oh Gott! Oh. Alter, hab ich ein Damage drauf. Und dann noch mit meinem Chubby. Oh, das läuft doch. Ja, bei mir hängt's grad. Ah, ey, es ging so schnell vorbei, der Kampf. Ist doch eine Bombe für den blauen Stein. Zwei Silberherzen, na, ist das schön, das Leben. Ich glaube, heute kommst du mit ihm mal ein bisschen weiter als sonst, ne? Ja, guck dir mal die Stats an, das ist geil. Und dein Leben. Könnte man sich auch dran gewöhnen. Ja, ich finde das ja cool, wenn was um mich rumfliegt und ich habe schon vier Sachen. Und vierte Ebene. Bewegungslos rumliegen. Das macht ihn so cool. Naja, mehr tot rumliegen, aber egal. Wow, Bein! Ey, das war ein blaues Marmbein, cool. Bombe gegen Schlüssel. Wow, 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 wow. Weißt du, ob ich auf der letzten Ebene mal Schaden genommen habe? Habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Ja, und jetzt auch keinen Schaden nehmen, dann kriege ich einen Archivmand. Aber du hast dir eben die Items geholt, wo du Herze gespendet hast. Das stimmt. Boah, ich hoffe, das zählt nicht. Hm, das ist dir die Frage. Naja. Boah, einfach mal so durchgesenzt, ey. Vor allem, wie viel ich schieße, boah. Mit den Dingens dabei. Bombsaki bei 0-0. Nee, danke, wow. Das ist schießt. Aggressives Feuer. Ach ja, das ist das Feuer, das dich angreift, ne? Ja. Ja. Damn, oh Gott, oh Gott. Ja. Da kam ich jetzt aus dem Hit nicht heraus. Ja, komm, neuer Versuch. Diesmal nicht einzwängen lassen hier. Boss Room, wo ist es? Oh, Scheiße! Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Ich mag den. Der teilt sich jetzt in zwei, gell? Naja, auf der Hälfte. Oh, er ist ja schon bei der Hälfte. Boah, ist das krass, es geht voll schnell. Ich mache einen hohen Damage. Also, nachdem er diesen Speed-Angriff gemacht hat, macht er den Laserangriff davor nicht. Das heißt, man weiß, wann der Laser kommt. Anders wie bei Krampus. Krampus ist der Boss, der die Kohle droppt. Und bei dem, der macht einfach so den Laser. Okay, ich weiß nicht, was das bringt. Das macht mir Angst. Das ist ein Katzenkopf. Ja. Ich guck gerade, was der Katzenkopf so bringt. Da. Guppy Sad heißt er bestimmt, ja. Guppy Sad, durch Aktivierung. Achso, das ist ein Space Item. Werden 2 bis 4 blaue Fliegen erzeugt, die dem Spieler. Ah, okay. Sprich, ich nehme es mir, setze es ein und lass es wieder liegen. Oh, 2 bis 4 und ich krieg 4. Das ist doch schön. Alter! Was? Das linke Item. Rote. Ja, das zieht mir einen Herzcontainer und gibt mir dafür 3 blaue Herzen.
Was passiert, wenn ich das jetzt einsetzen würde? Es zieht dir einen Herzcontainer, aber gibt dir 3 blaue Herzen. Ja, und ich habe keinen Herzcontainer. Also, wenn es im G. Ich denke, dass es dann nichts bekommt, oder? Ja, und das würde mich 3 Herzen kosten, das auszuprobieren, aber soll ich es riskieren? Ich würde es nicht machen. Ja, aber. Man will es doch wissen! Das werde ich jetzt aber nicht tun. Warte mal. Entfernt zuerst ein Herzcontainer und lässt einen mit mindestens einem halben Herzcontainer zurück. Besitzt man nur noch einen halben Herzcontainer und verwendet Support, ist dem Spieler möglich, auf 0 Herz und mit 0 Herzcontainer zu leben. Wenn man das Twinkle The Polaroid besitzt und die Pseude Fragezeichen ist, also das Mannequin. Ja. Also nur Seelenherzen besitzt, aktiviert sich das Trinket bei jedem Treffer. Was heißt? Da ging es jetzt um die Tatze. Das Polaroid ist ein anderes Item. So. Achtung, man hat nun minus einen Herzcontainer, sprich, der nächste stellt das Gleichgewicht wieder her. Was? Ich bin gerade verwirrt. Ich würde es nicht holen. Meinst du? Ja. Ich würde aber so gern, einfach um zu gucken, was passiert. Das Risiko wäre aber so groß. Tu es nicht. Also was ja ganz kurz noch. Was? Asche? Aber ich will es nehmen! Ich wusste genau! Yo, ich kann kein Space drücken. Aber ist mir egal, auch wenn mich das jetzt 3 blaue Herzen gekostet hat, Silberherzen. Ist mir egal. Ich hab einfach jetzt wieder was gelernt und das ist doch wohl auch wichtig. Ich wollte es halt gern wissen. Ein Schlüssel. Auch wenn mich das jetzt ein bisschen viel was gekostet hat, aber egal. YOLO. Sag nicht YOLO. YOLO. Sag das nicht. YOLO. Ja. YOLO, YOLO. Ich war noch nicht im Schatzraum. Bestimmt ein Item, was mir alle verbrauchten Silberherz auf der Ebene wieder regeneriert. Sehr cool, ne? Ja. Klasse, das Item hatte ich ja ewig nicht mehr. Erkennst du, was das ist? Ja. Ach, das lässt dich von mir abhauen. Das ist ja witzig. Wow! Greifen trotzdem an. Damit habe ich nicht gerechnet. So scheiße ist das Item eigentlich gar nicht, wenn du überlegst. Aber ich brauche Silberherzen. Ja, ja. Ich wette, ich sterbe, weil ich diesen Deal gerade gemacht habe, aber es ist mir egal. Es ist dir nicht egal. Ich kann damit leben. Ja, ja. Ja, da unten wurde ja schon noch ein geheimen Raum geguckt. Jetzt hoch, da ist er. Der nee, Oben. Nicht. Ach, Arsch. Kann ich ja auch in den Shop gehen, wenn du möchtest.
Aber auch nur, weil da vielleicht ein Silbererz drin ist. Ja. Wenn jetzt ein Item im Angebot ist, ein gutes, dann kacke ich irgendwo hin, ey. Weil das kostet 7. Du kackst. Oh, Alter, wie gern ich das Item hätte. Aber es ist echt ein Silbererz, sogar im Angebot. Ja, die Fackel, ne? Das ist eine Kerze. Du hast, als ich das letzte Mal dabei war, selbst gesagt, dass es eine Fackel ist. Ja, es ist aber eine Kerze. Ich sage aber immer Fackel. Ich hab auf mein Zweitbildschirm geguckt und bin einfach nach links gelaufen. Das war jetzt das vierte unnötig vergeudete Silbererz. Vierte. Jetzt wirst du es mit 4 Herzen schwer haben. Ja, es wären eigentlich 8. Ja, es ist hart. Black Screen. Ah, schade, ja. Wir können eh nicht weiterspielen. Was? Black Screen haut auch nicht. Curse ist so Level, das heißt, die Räume können sich bewegen. Also nicht bewegen, aber wow! Knappe Sache. Die Räume können sich verändern, wo sie sind, wenn man noch nicht da war. Was ist denn das eigentlich? Das sieht aus wie Vaginas. Ja, aber es sind Doppelbluter, die bluten auch hinten raus. Okay. Es sind Unterleibe. Wow. Chub ist in the house. Ah, und ich hab Little Chub. B. Boah, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ist das Ding schnell? Wie schnell bin ich? 3. Mach Chub kaputt. Ich mag Chub nicht. Aber ich finde ihn eigentlich als Gegner nicht schwer. Ist er eigentlich auch nicht. Er ist nur schnell und das nervt eben. Kannst du mal gucken, was die Kugel bringt? Ihr Magic 8 Ball? Du kannst auf der Item-Seite einfach das aufklappen, da hast du alle Bilder. Kannst du nur zu den Bildern gehen. Erhöht Tränengeschwindigkeit um 1 und lässt eine Tarotkarte erscheinen. Das ist eigentlich nicht scheiße. Aber so überragend ist es auch nicht. Ja, aber wenn ich keinen Schaden nehme in dem Raum. Ich riskiere es einfach mal. Boah, das war so unfair. Ja komm, jetzt benutze ich es auch hier, ey. Jetzt hat es mir ja nur die Feuergeschwindigkeit gebracht gegen den Hit. Oh, ist ja so ein Dreck, ey. Ja, Chubby, ne? Vor allem, ich bin jetzt nicht mehr blau im Gesicht. Stimmt. Piep, ey. Ich mag den nicht. Ich auch nicht. Deine dumme Auge. Achso, weißt du, wie der noch viel unansehnlicher wird? Hä? Stell dir vor, seine 4 Ärmchen, oder was das sein sollen, wären kleine Penisse. Soll ich mir vorstellen, oder es ist so? Sollst du dir vorstellen, dann kannst du dir nie wieder angucken. Toll. Schönes Bild, wa? Oh ja. Yeah. Was ist das? Böse Masken! Die gehen eigentlich, aber jetzt gerade ist denen die Kacke. Da sind Bombenfliegen drin. Achso, lol. Glaube ich. Oder es können auch rote sein, ich weiß es nicht. Da war eine Bombenfliege drin. Da war eine rote drin, also geht beides. Ja, ich kenne die Gegner nicht, deshalb. Jetzt lass dich mal einkesseln, ne? Nee, heute nicht. Los, Chub! Oh! Und dann trifft er nicht mal. Hoch, knapp, du. Okay, das geht hier. Der Raum ist leicht.
Also ganz schön oft haben mir meine drei Dinger, die um mich rumfliegen, jetzt schon den Arsch gerettet. Ja, das glaube ich dir. Eine Bombe gegen zwei, da sag ich nicht nein. Ich habe aber keine, scheiße. Naja, egal. Ach ja. Ich finde das so toll, dass ich das Book of Revelation habe. Das ist eine XL-Ebene, das fällt mir jetzt erst auf. Habe ich auf dieser Ebene schon Schaden genommen? Bestimmt, wa? Ja. Bist du dir sicher? Mhm. Wo denn? In dem Raum, als das zweite Mal der Chub kam. In dem Duellraum? Ja. Nein, hat er mich doch nicht gehittet. Doch. Okay. Das sind ja voll die Überflieger. Flachwitz. Ja. Verdammt.